Warten, warten, warten. Alle warten sie darauf, dass irgendwas passiert. Die einen warten darauf, dass es endlich wieder weitergeht, nachdem der Markt auch aktuell in der Pause ist, in der Kurve sozusagen ein bisschen nach unten gekommen ist. Und die anderen warten darauf, dass endlich mal eine große Rücksetzerbewegung kommt, eine große Abwärtsbewegung. Nachdem wir doch so viele Wochen, Monate nach oben gegangen sind, ist die doch längst überfällig. Hat das Warten ein Ende? Wie erkennen wir das? Wie steigen wir gegebenenfalls in die jeweilige Richtung ein? Wir werden uns das angucken. Wo stehen wir da überhaupt? Lohnt sich das Warten oder alles Tinnef? Das ist alles ganz anders, als man denkt. Spannende Situation. Wir schauen es uns gleich gemeinsam an. Bleibt dran. Ja, ich habe es erwähnt, spannende Situation. Ihr seht das hier schon so ein bisschen im Chart, dass der Markt ein wenig nach unten kommt und das ist noch nicht wirklich weltbewegend, aber weil immer mehr Stimmen laut werden, die Saisonalität kommt so langsam gehen wir Richtung Sommer, Sell in May. Naja gut, wir haben noch einen Monat bis dahin. Auf der anderen Seite, wir haben schon so viel Vorgeschichte jetzt nach oben, müssen wir damit vielleicht rechnen, dass das Ganze nochmal richtig, richtig groß wird. Immerhin haben wir den größten Rücksetzer gehabt seit Januar, Mitte Januar oder in der ersten Januarhälfte hatten wir den letzten, das ist hier gewesen. Ich blende mal die Kamera aus, dann seht ihr gegebenenfalls das mit dem Datum und alles besser. Also hier seht ihr, das war die letzte ähnliche große Rücksetzerbewegung, das ist eine Weile her. Und viele vermuten, Mensch, da haben wir doch so einen tollen Anstieg gehabt, so eine tolle kleine, winzige Korrektur und jetzt sind wir doch wieder irgendwie tapfer nach oben. Jetzt wird es doch überfällig, dass wir. Und jetzt wird spannend, was jetzt als nächstes passiert. Nämlich, die Frage ist, und das wird die Entscheidung sein, die wir jetzt fällen müssen als Händler. Wir wollen ja nicht nur rein theoretisch drüber reden, wir müssen ja händlerbezogen unsere Situation dort aufgreifen. Wie gehen wir damit um? Was können wir jetzt erwarten? Und wenn was passiert, was ist dann die Quintessenz daraus für das große Bild? Wir haben lange keine Korrektur dieser Größenordnung mehr gehabt. Theoretisch hätte die sogar etwas größer sein können. Aber irgendwie was in dieser Größenordnung hier, müssen wir zu jedem Zeitpunkt ab sofort erwarten. Wir sind schon ein gutes Stück gestiegen. Wir sind weit gestiegen, weit geklettert. Und es wäre überhaupt nicht schädlich, auch aus bullischer Sicht nicht, wenn der Markt jetzt mal so eine Korrektur macht. Also für all die Berufsbullen, die sagen, nee, es klettert ja immer nur nach oben. Ich habe nie was anderes erlebt. Ich bin schon ganz lange mit dabei, schon seit November letzten Jahres. Ich habe nie erfahren, dass es auch mal runtergehen kann. Selbst für diejenigen, ihr müsst damit rechnen, dass mal so kleinere Rücksetzer kommen. Sollte es tatsächlich irgendwie dieser Art passieren, bin ich super guten Mutes, dass wir anschließend sogar noch mal deutlich weiter nach oben gehen. Also 19.000, vielleicht die 20, irgendwie was, was weiter noch nach oben reicht, halte ich für sehr gut möglich. So, für all diejenigen, die hier ganz neu mit dabei sind, wir gucken an dieser Stelle jetzt, was charttechnisch möglich ist. Also, wo man sagt, das sind jetzt klassische, typische Bilder. Und dann gucken wir, welche sind eher wahrscheinlich, sind weniger wahrscheinlich. Und dann gucken wir, an welcher Stelle können wir entscheiden, ob es Bild A, B oder C wird. Also, wir halten uns am Anfang ganz bewusst offen und legen uns nicht fest auf eine Richtung. Es wäre jetzt einfach zu sagen, hey Leute, ich sage euch, das wird noch ein Riesenfest werden. So, und wenn ich recht habe, dann lasse ich mich feiern. Und wenn ich nicht recht habe, dann mache ich irgendein anderes Video noch und sage, ja, aber bei dem habe ich es aber richtig gesagt. Ja, als Händler ist das aber nicht so sehr sinnvoll. Als Händler muss ich gucken, was wäre, wenn, oder wie muss ich reagieren, wenn was passiert in meiner Depotgröße. Ich weiß, dass einige von euch vielleicht kurzfristig unterwegs sind. Die haben ganz andere Voraussetzungen als diejenigen unter euch, die längerfristig da drin sind und sagen vielleicht, na ja, so ein Rücksetzer, das macht mich jetzt nicht ganz kirre. Aber kann ich denn sicher sein, dass wenn so ein Rücksetzer passiert, dass der Kurs dann weiter klettert? Oder muss ich damit rechnen, dass wenn ich dann sage, dann setze ich halt meinen Stop irgendwo hier hin? Ja, also solange er oberhalb ist, ist alles safe. Aber wenn der Kurs dann dreht, kann ich dann aber sicher sein, dass es weiter hochgeht? Hast du doch auch gesagt, Rüdiger, sag mal. Naja, sicher sein an der Börse ist immer so eine Sache. Es kann immer irgendwie
etwas passieren, was außergewöhnlich ist. Jetzt hatten wir heute tragischerweise, mein Mitgefühl mit den Menschen dort, in Taiwan ein starkes Erdbeben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Hier in Japan ist das natürlich immer ein Thema, zumal es nicht so super weit weg ist und ein bisschen Tsunami auch dann nach Japan rübergekommen ist. Aber wenn so etwas in einer starken Größenordnung ist, so dass eventuell viele Menschen betroffen sind und oder dass vielleicht die Wirtschaft sehr stark betroffen ist, das kann man ja nie vorhersehen. Wir müssen also damit rechnen, dass solche Ereignisse passieren und dass der Markt dann gegebenenfalls hier durchfällt. Gut, das ist immer billig, ja, ein Erdbeben kann kommen. Klar, also Erdbeben ist jetzt ein ganz extremes. Geopolitisch, wir haben einige Baustellen weltweit, wo wir sagen, da wissen wir noch nicht so genau, was damit passiert, ob der eine oder andere friedlich gestimmt wird oder ob das Ganze zur Eskalation kommt. Baustellen dieser Art haben wir gerade genug, auf die wir da gucken können und die massiv eben Einfluss nehmen können und eventuell die Welt verändern, so wie wir sie jetzt aktuell kennen. Nicht alleine, weil jetzt hier irgendwie ein Riesendrama ist, aber sei es drum, dass Wirtschaftsbeziehungen darunter extrem leiden. Ne, dass wir eben feststellen auf einmal, wir hatten das in Deutschland, kein Gas mehr aus Russland. Das kann man toll finden oder nicht oder gerechtfertigt oder nicht. Aber die Sachlage ist für uns als Marktteilnehmer, das ist nicht mehr da, da hat sich irgendwie was verändert. So, und wenn eine Situation mit China eben ist und China und USA finden das teilweise ja nicht so toll, wie sie miteinander umgehen, berappeln sich aber, weil sie sich eben brauchen, aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn die aber irgendwann mal pampemuselig werden und nicht mehr miteinander wollen, dann können natürlich solche Einflüsse passieren. Jetzt ist das billig zu sagen, kann immer alles passieren und müssen immer mit allem rechnen. Für mich als Händler aber wichtig, an welchen Stellen kann ich abschätzen? Oh Leute, da läuft was falsch. Da ist irgendwie was, das nehmen die Leute jetzt ernst. Das ist ja das Entscheidende für mich als Händler. Und da spielt die Charttechnik eine gewisse Rolle, wo man sagen kann, okay, hier habe ich eine Einschätzung. Die machen gerade was anderes. Die haben den Film gewechselt. Die spielen gerade ein anderes Lied oder wie wir es auch immer haben wollt, als sie vorher gemacht haben. Also ein Rücksetzer, also wenn kein Rücksetzer jetzt erfolgt, sowieso alles safe. Wenn ein Rücksetzer irgendwie in dieser Größenordnung, das kann auch ein bisschen größer sein, das muss also jetzt nicht exakt sein, so, aber irgendwie sowas in dieser Art hier passiert, da würde man sagen, naja gut, Päuschen gemacht, unter der Voraussetzung, das kennen viele von euch, die hier länger mit dabei sind, irgendjemand hat als Kommentar geschrieben, das tat mir so leid, aber wenn ihr häufiger mit dabei seid, nehmen wir mal an, ihr seid jetzt hier zufällig reingeschneit, jemand hatte geschrieben, du hast recht, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn ihr das hier mehrmals guckt, also nicht die gleiche Sendung mehrmals guckt, das ist ja auch langweilig, aber wenn ihr hier häufiger mal reinguckt, dann versteht ihr langsam, aber sicher, wie wir, sagen wir mal, als professionelle Händler, als Berufshändler, den Markt einschätzen, wie wir da drauf gucken, wie wir zu diesen Entscheidungen kommen und ihr könnt dann sicherlich viele Aspekte damit reinnehmen, auch wenn ihr es jetzt beim ersten Hören sagt, pff, zu viele Fremdworte, kenne ich nicht, weiß nicht, Fibonacci, nie gesehen, nie gehört, beispielsweise, ja. Profis sagen, na, erzähl mal was von einer Extended Flat oder was weiß ich was, ja. Also, keine Sorge, ihr kommt da alle in das Thema rein. Ja, ich versuche es möglichst simpel und einfach zu erklären. Es macht ja keinen Sinn, hier einen Riesenbohai zu machen, dass es keiner versteht. Aber ganz ohne das geht es nicht. Deshalb habt mit euch ein bisschen Geduld und habt mit mir ein bisschen Geduld. So, also, solange das irgendwie in so einer Größenordnung ist, das ist schon deutlich größer hier. Also, seht ihr, das ist schon doppelt so groß hier von der Höhe. Da würde man schon fast sagen, muss es so groß sein. Aber ihr seht schon, alles so in dieser Größenordnung wäre erstmal nicht Drama und Größenordnung Nummer 1, die Form. Ja, ihr denkt alle daran, der Ton macht die Musik. Ich will, dass das dann korrektiv aussieht. Nochmal ganz kurz, wie müsste das sein, korrektiv? Korrektiv ist irgendwie was wackelig aussieht oder von mir aus auch dreiwellig aussieht. Das sind alles so typische Korrektivmuster. Profis sagen, naja, es gibt noch diese Form der Korrektur. Kennen wir alles, haben wir schon ganz häufig besprochen. Das ist jetzt nichts Neues. Aber irgendwas, was hier korrektiv aussieht, macht Mut auf mehr Bullen. Ja, also auf einen weiteren Anstieg in der Folge. Was wir jetzt auf den Tod nicht leiden könnten, ist, wenn der Kurs A
die Größe anders macht, als wir uns das hier vorgestellt haben und die Form anders macht, als wir uns das vorgestellt haben. Stellt euch vor, der Kurs macht jetzt stattdessen das. Das heißt, ich habe dann schon mal so eine erste Indikation, Moment, das passt jetzt aber nicht. Das ist ja nicht das, was wir denken. Und selbst wenn er dann jetzt hier nochmal eine Pause macht, geht es ja dann auch nochmal runter und dann sind wir ruckzuck mit der Größe nicht mehr passend. Also wir haben eine frühe Indikation, leider nicht am höchsten Punkt. Das wäre jetzt immer klasse, wenn wir das immer am höchsten Punkt erkennen können. Nee, jetzt ist klar, was passiert. Das ist leider nicht der Fall. Aber wir haben eine relativ frühe Indikation, woran wir erkennen können, ob der Markt tatsächlich noch dieses Spiel macht mit steigenden Märkten oder ob er sagt, gefällt mir nicht. Und dafür ist es wichtig, eben zu gucken, wie ist die Bewegung. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an, was wir bisher haben. Wir haben ja eine starke Abwärtsbewegung. Da sind sicherlich einige Marktteilnehmer ganz schön erschrocken, denn anders als bei den anderen Indizes haben wir solche Dimensionen lange nicht gehabt. Klar, auch hier ging es mal mehrere Stunden runter, drei Stück am Stück. Oder gab es mal ein Gap hier nach dem Wochenende. Sowas kam auch hier beim DAX mal vor. Aber so stark, so lang, so weit, lange nicht. Da muss man schon wirklich lange suchen, um solche Bewegungen zu bekommen. Allerdings ist die Größenordnung, wir haben es gesehen in der Kiste, die ich eben gezeichnet habe, ja immer noch winzig. Da ist doch noch nichts passiert. Also kein Grund für Panikattacken. Überhaupt nicht. Aber wir müssen jetzt genau hingucken, was passiert jetzt hier als nächstes. Wir werden das gleich beim Dow mehrmals sehen, dass wir zwar starke Abwärtsbewegungen hatten, aber immer starke Konter. So V-förmige Erholung sozusagen. Ja, ein bisschen ist das wie hier. Wir hatten ja hier durch den Sprung nach dem Wochenende stark runter, aber gleich wieder stark hoch. Ja, wir hatten hier mal so ein bisschen stark runter, im ganz kurzen, aber auch gleich wieder stark hoch. Also alles erstmal nicht schlimm. Aber wir sollten aufpassen, dass wir jetzt nicht hier korrektiv hochgehen und anschließend nochmal nach unten gehen. Wäre das denn schlimm? Nee. Im großen Bild, was wir uns eben angeguckt haben, wäre selbst so ein Rücksetzer zwar auffällig, weil der größte Rücksetzer seit langem in der Aufwärtsbewegung, aber immer noch gar kein großes Drama, noch gar keine große Bewegungsidee oder kein großes Bewegungsproblem, was wir hier haben. Also für die kürzerfristig Orientierten, behaltet mal im Auge, ob der Markt als nächstes irgendwie diese Zwischentiefs reißt. Achtet mal drauf, ich mache das mal so ein bisschen so größer, achtet mal drauf, ob der Markt hier als nächstes weiter noch nach oben geht oder ob er in dieser Form läuft und ob er dann auf der Unterseite, entweder hier die rote oder wenn es noch weiterläuft, diese blaue Zwischentiefmarke durchstößt, dann hätten wir nämlich korrektiven Anstieg nach einer impulsiven Abwärtsbewegung und zumindest nochmal eine Fortsetzung hier zu erwarten. Selbst dann ist die Größenordnung noch nicht ein echtes Problem. Ja? Da kam die Frage, woran erkenne ich, ob es sich um ein Pullback oder einen korrektiven Rücksetzer handelt? Nochmal, Korrekturen sehen normalerweise so aus. Mit Gegenbewegungen, viele machen das mit dem Trendkanal. Dabei sind die Gegenbewegungen überschneidend. Das ist ein ganz gutes Indiz. Ich rede bewusst nicht vom Beweis, aber ein gutes Indiz. Also wenn ihr einen Rücksetzer dieser Art habt, dann wisst ihr, das ist sehr wahrscheinlich korrektiv. Und wir wissen, korrektiv ist die falsche Richtung. Das heißt nicht, dass es sofort drehen muss, aber das ist endlich diese Richtung. Es müsste eigentlich danach wieder in die andere Richtung gehen. Eine andere Form der Korrektur ist dreiwellig. Ja, also ihr werdet ganz häufig Korrekturen sehen, die eine von diesen beiden Formen haben. Ja, wo ihr sagt, okay, das war der höchste Punkt, A, B, C, dreiwellig. Ja, manchmal ist es auch so, dass es mehrmals hin und her, wobei diese Gegenbewegung da, die sind so flach jetzt ja alle beim DAX, das ist gar nicht so schön zu gucken, das können wir gleich bei den Amerikanern besser gucken. Aber
verschieben wollte ich es. Aber ihr werdet feststellen, dass wir ganz häufig höchster Punkt, dann ging es runter, ging es hoch, dann ging es runter, dann ging es hoch, dann ging es runter. Dann wisst ihr, die Gegenbewegungen überschneiden sich. Das ist also korrektiv, ist abwärts also die falsche Richtung. Wann immer abwärts zu Ende ist, sollte die vorhergehende starke Trendrichtung eigentlich aufgenommen werden. Und die vorherige war aufwärts und stark. Jawohl, dann ist zu erwarten, dass es hier ebenfalls stark nach oben geht. Und jetzt kommt der tricky Part. Und wenn wir ehrlich sind, das ist der Grund, warum ihr hier seid. Hier haben wir eine starke Abwärtsbewegung. Das hier ist keine Korrektivbewegung. Definitiv nicht. Sondern das ist eigentlich etwas, was wir als eine Impulsbewegung machen. Und jetzt müssen wir mal einen Punkt, müssen wir noch mal einmal ganz kurz ins Archiv gehen sozusagen. Normalerweise gibt es so starke Bewegungen nicht alleine. Normalerweise ist, wenn ihr eine starke Bewegung habt, dann gibt es eine Pause und dann gibt es noch mal eine starke Bewegung. Das ist das normale Bild. Es gibt sogar dann den Fall, dass es noch mal eine Pause gibt und noch weiter geht. Das wäre dann sozusagen der Impuls, also dass sich das Ganze noch mal fortsetzt. Aber ihr seht, wenn ihr so eine allererste Bewegung habt und danach kommt eine Pause, dann ist es sehr realistisch, dass sich das noch mal stark fortsetzt. Entweder als Zigzag, A, B, C, oder vielleicht sogar als Impuls 1, 2, 3, 4, 5. Also der erste starke Verdacht ist, oh, das ist nicht eine Korrektur. Das heißt, diese Richtung ist im Moment die vorherrschende. Wehe, hier kommt jetzt was Korrektives hin. Dann müsste nach dem Korrektiven die starke Seite sich noch fortsetzen. Es gibt eine einzige Form. Wer schon länger mit dabei ist, der kennt das. Es gibt eine einzige klassische charttechnische Bewegungsform, die so etwas hat in der letzten Welle, ausschließlich in der letzten Welle. Und das ist ausgerechnet das fieseste unter denen, nämlich das ist im Prinzip ein Flat, dann habt ihr vorne eine Korrektur, in der Mitte eine Korrektur und hinten habt ihr diese starke, schnelle Bewegung. Ja, also das Ding, was ich eben erwähnt habe. Diese Formation ist die eigentlich gehört sie zu den häufigsten Korrekturformen. Ähnlich häufig wie Zigzags, eigentlich sogar noch ein bisschen häufiger als das. Und hier ist das Fiese, ihr habt so eine starke Abwärtsbewegung, aber hier endet diese Korrektur. Das ist auch eine A, B, C, so eine dreiwellige Korrektur, nur der Punkt ist höher. Berühmt-berüchtigtes Beispiel. Hatten wir im Wochenchart, ich will mal, dass ihr das nochmal so ein bisschen vor Augen habt. Hier A, B, C runter, A, B, C hoch und hinten nochmal eine einzelne starke Abwärtsbewegung. Diese Korrekturen sind, wie gesagt, nicht selten. Hier in der Mitte hatten wir zum Beispiel eine. Auch hier war eine beispielsweise. Also sie sind immer wieder zwischendrin. Auch hier war sowas wahrscheinlich. Da müssen wir nochmal genauer hingucken, weiß ich nicht mehr auswendig. Aber diese Korrekturformen sind überhaupt nicht selten. Dabei ist fies, weil der sogar noch ein bisschen höher ist als der. Wie kann ich denn das unterscheiden? Na, Punkt 1 ist, ich brauche die Vorgeschichte. So, und jetzt gucken wir nochmal auf das hintere Ende hier. Wenn ich diese Bewegung hier habe, dann müssten wir hier vorne idealerweise A, B, C, A, B, C und hier hinten eine scharfe Abwärtsbewegung haben. Dann müsste der Kurs eigentlich idealerweise direkt weiter nach oben gehen. Naja, dieses Teilstück gekauft, das hatten wir. Bei diesem Teilstück würden wir vielleicht sagen, naja, Rüdiger, ist es vielleicht so? Aber dieses vordere Teilstück fehlt. Das heißt, im Moment ist eigentlich nicht unbedingt mein Favorit, dass wir hier in einer Flat-Bewegung sind. Das müsste dann schon wirklich sehr klein A, B, C sein. Ich muss zugeben, das ist nicht mein Favorit, weil da diese C-Welle sehr lang ist. Auch wenn wir das bei dem Corona-Crash gesehen haben, dass das durchaus der Fall sein kann.
So, und das heißt, wir haben jetzt nicht 100% Ahnung, was wir damit machen sollen, weil wir nicht wissen, ist das jetzt die erste und es geht nochmal runter oder ist das die letzte von dieser Bewegung und es geht jetzt nach oben. So, und was hilft uns dabei? Weil wir müssen als Händler hier eine Entscheidung fällen. Dabei hilft uns, was hier passiert. Short ist für mich nur dann relevant, wenn der Kurs jetzt hier korrektiv hochgeht. Zum Beispiel so in die Mitte wieder rein, Fibonacci 50, 38, 61, 8, sowas in der Richtung. Dann hätten wir eine starke Abwärts, eine schwache Aufwärts und dann wären die Zwischentiefs Trigger für die Short-Seite. Wir können mal kurz messen. Im Moment ist es so, höchster Punkt Fibonacci, tiefster Punkt. Wir sind noch nicht ganz bis zur 38,20er gelaufen. Wir können mal so ungefähr messen, machen wir auch noch mal so eine Symmetrie. Diese erste Bewegung, die ging von hier bis da und dann ging sie hier runter. Ihr seht, 1:1 wäre hier. Also so eine mögliche Zielhöhe für einen Dreh wäre ungefähr das hier. Wie das? Naja, wir haben hier eine A, B, C, die einigermaßen symmetrisch ist. Wir haben die 38,20er, also eine Chance, dass hier jetzt eine Wende passiert. Ob die jetzt passiert, das weiß ich nicht. Was ich aber weiß ist, wenn ich diese Wende erkenne, habe ich beste Chancen für noch ein gutes Stück nach unten. Wo kann ich die denn erkennen? Wo kann ich ausschließen, dass es so weitergeht? Naja, wenn wir jetzt hier durchgehen, durch dieses Tief, dann ist das ja eigentlich nicht mehr diese Aufwärtsbewegung. Das heißt, dieses Tief hier, was wir hatten heute um 15 Uhr, das ist im Prinzip der Startschuss für, jetzt verschieben wir die blaue Linie mal, wenn es mir gelingt, nochmal so eine Abwärtsbewegung. Ja, also ihr seht, dass ihr, auch wenn wir noch gar nicht wissen, welches dieser beiden Szenarien wir bekommen, hier eine relativ einfache Idee haben, wenn das hier die scharfe ist, dass das eine scharfe Bewegung ist, jawohl, ist easy. Wenn das eine dreiwellige, ihr erinnert euch, Korrekturen sehen gerne so aus oder eben so aus. Das sind einfache Korrekturmuster. Dann ist entweder das, sprich der da, oder das letzte Zwischentief, da könnt ihr gucken, letzte hoch, vorletzte hoch, das Tief dazwischen wäre dann ein Trigger für eine Fortsetzung nach unten. Und die ist, wenn das die erste Welle ist, die gleiche Länge nochmal nach unten als Mindestziel mit Chancen auf mehr. Das kann auch mehr werden. Aber es ist recht typisch, dass wir hier eine neue Entscheidung fällen, ob die Marktteilnehmer dann hochgehen oder runtergehen. Aber ich habe dann von dort ausgehend ein gewisses Potenzial erstmal, wo ich sage, jupp, da habe ich noch Platz. Also insofern habe ich hier eine Trading-Idee, bei der ich noch nicht weiß, ob der Markt die mir gibt. Aber ich habe die Idee schon. Triggert er diese Marke? Also dreht er jetzt bald? Triggert er die Marke? Wäre meine Idee, dass wir das, was wir da haben, hier ungefähr, dass wir das hier hinten nochmal bekommen. Und ihr seht, das wäre ja meine Gewinnerwartung. Und wenn das wirklich so stimmt, wäre eine Möglichkeit, den Stop dann hier oben hinzusetzen. Und dann seht ihr schon, wenn ich hier mal die drei Linien dann mache, ich habe viel mehr auf der Gewinnseite als auf der Verlustseite. Ja, ich kann auch andere Stop-Methoden verwenden, aber nur mal, dass ich so eine Größenordnung habe. Viele von euch wissen, ich benutze den 78er, dann liegt er noch ein bisschen tiefer. Das erhöht meine Chance-Risikorelation sogar noch ein bisschen. Aber erst wenn er da durchgeht, ist das für mich ein Short. Geht er jetzt weiter hoch, ist das für mich kein Thema. Wir können ja mal gucken, das ist jetzt der Index, der ist ja eh schon in der Pause. Ein bisschen blöd, dass ich den jetzt hier gewählt habe, aber das Prinzip zu erklären funktioniert damit gut. Das ist jetzt sozusagen der Future. Machen wir hier das als Übung nochmal. Ihr könnt es ja parallel versuchen mitzuzeichnen. Die erste Abwärtsbewegung. Ihr seht, er ist bis da oben rangelaufen. Ein möglicher Short-Trigger wäre jetzt diese Marke mit hoffnungsvoller Erwartung, dass, wenn diese Marke gerissen wird, also diese Zwischentiefmarke, er das nach unten durchstößt. Wir hatten hier sogar eine Umkehrkerze im Stundenchart. Ja, das ist für viele ebenfalls nochmal etwas. Wie handelt man die Umkehrkerzen? Ich zoome mal ran, dass ihr das besser sehen könnt.
wenn wir Umkehrkerzen handeln oder generell gesprochen, ist sogar das hier die Unterseite der Trigger und dann ist für mich die Oberseite der Stop. Warum ist klar, also wenn ich sage, da ist eine Umkehr, ja, dann will ich, dass der Kurs auch dreht. Dann will ich nicht, dass der Kurs umdreht, aber darf nochmal höher gehen. Und dann seht ihr, meine Zielerwartung liegt dann ja trotzdem hier unten. Das heißt, ich habe entweder diese Gewinnhöhe, das wollte ich eigentlich nicht, dann machen wir das anders. Ich habe entweder diese Gewinnhöhe zu diesem Risiko oder wenn ich sogar dieses hier nehme, wobei das nicht sicher ist, dass das klappt, aber dann habe ich das Risiko gegenüber dieser Gewinnhöhe. Ja, also eine gewisse Chance, natürlich nachziehen, das wird nicht immer ins Target laufen, es kann sein, dass er dann mal vorher verhungert, aber eine Chance, dass ich mich erstmal davon entfernen kann, ist relativ groß. Die Aussage dieser Umkehrkerze ist nicht so stark, aber die hat ein riesiges Chance-Risiko-Verhältnis, einige mögen das, ich mag das durchaus auch, aber die Trefferquote ist nicht so hoch. Muss aber nicht sein, weil wir ja viel mehr Gewinn machen, wenn es gut geht, als wir je riskiert haben. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Einige sagen, finde ich nicht so gut. Dann habe ich ja häufiger mal einen Verlust. Klar, kleine Verluste, aber Verlust, das finde ich unangenehm. Dann ist das vielleicht nicht so gut. Aber die Chancen, wenn ihr hier dieses Zwischentief hier reißt, ich glaube, der Wert ist nicht ganz exakt, müsst ihr nochmal auf das Tief hier anlegen, richtig. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit, damit richtig zu liegen, deutlich höher. Leider auch nicht 100%. Das wäre immer schick, wenn man sagen könnte, nee, das kann gar nicht schief gehen. Aber das sind so die berühmten letzten Worte, kann gar nicht schief gehen. Also davon solltet ihr nie ausgehen. Es kann immer auch mal anders kommen. Aber die Chancen sind deutlich zu unseren Gunsten und zusätzlich haben wir noch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Jetzt habe ich viel über Short gesprochen. Bin ich also der Meinung, es geht runter? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das ist eine tolle Short-Idee. Aber ich weiß ja noch gar nicht, ob es runtergeht. Ich kann mir vorstellen, dass der Kurs das macht. Ja, warum reden wir über Short? Weil wenn er diese Marke durchstößt, bin ich Short. Bleibt der oberhalb, interessiert das mich mit der Short-Seite gar nicht. Ja, also insofern ist es ein bisschen, ich hatte jetzt jüngst mal das Beispiel gebracht, es ist so ein bisschen wie einen Plan haben, aber erstmal gucken, was passiert. Ich könnte zum Beispiel sagen, Leute, wenn es am Wochenende richtig schönes Wetter ist, dann gehen wir raus in den Wald und grillen dort. Jetzt schifft das am Wochenende blöderweise. Es ist nur voll Regen und dann gehen wir natürlich nicht. Aber sehen wir dann am Samstagmorgen oder wann auch immer. Ja, also ihr seht, einen Plan zu haben ist ja kein Problem. Und wenn es dann aber, ja, aber jetzt machen die das gar nicht, jetzt geht ja gar nicht runter, ist ja nicht schlimm. Müssen sie ja nicht. Kostet ja nichts. Das war jetzt ja kein Aufwand. Wenn wir nicht so lange hier drüber gequatscht hätten und das dauernd eingezeichnet, wäre das eine Sache von einer Sekunde oder von, wenn ihr langsam denkt, 30 Sekunden gewesen, so eine Situation hier zu sehen. So, gibt es denn auch noch irgendwelche Long-Ideen? Naja, wir müssen ja dieses Ding in Anführungsstrichen kaputt machen. Hier haben die Marktteilnehmer gezeigt, dass sie Bock haben auf Abwärts oder nennen wir es Panik, wie auch immer. Das kann aber sein, dass sie das wieder wettmachen. Dann müsste der Markt allerdings auch irgendwie was Starkes nach oben haben. Und ihr seht schon, so eine Bewegung böte überhaupt gar keinen Angriffspunkt für einen Short. Jetzt wäre es natürlich schick, wenn wir da irgendwie long gehen können. Das Problem ist nur, wir sollten nicht zu früh sein oder wir müssen auf einer kleinen Zeitebene da gucken. Wenn er jetzt natürlich so hoch geht und danach wieder korrektive Pausen macht, dann ist ja die starke Bewegung aufwärts, letzte Tief, vorletzte Tief, das der Trigger für die Long-Seite. Das heißt, ich muss den Markt immer erstmal ein bisschen machen lassen. Viele sagen, naja, als Profi will ich doch vorher wissen, was die machen. Ja, so funktioniert das nicht. Das ist wie im Straßenverkehr. Ich muss erstmal gucken, geht der jetzt zum Zebrastreifen? Ja, dann halte ich an. Und schon weiß ich, wie ich in der Situation reagieren muss und habe die Situation gemeistert. Ob der andere aber an den Zebrastreifen rangeht, weiß ich im Zweifelsfall nicht. Ob die Marktteilnehmer jetzt wie wild kaufen, das weiß ich nicht. Aber wenn sie wie wild kaufen, dann weiß ich wieder, was ich machen muss. Also denkt immer dran, ihr müsst als Händler, seid ihr Leute, die auf den Markt reagiert. Es geht nicht darum, dass ihr einen Trend setzt. Es sei denn, ihr seid sehr, sehr gut mit Kapital ausgestattet und könnt sagen, hey Leute,
ich drehe mal eben den Markt. Wobei man manchmal als kleiner Privater auch den Eindruck hat, mir ging das so, schwank aus meiner Geschichte in den 90er Jahren, da habe ich dann häufig dann gekauft. Naja, wie es halt kommen musste, am höchsten Punkt habe ich gekauft. Ich habe mich gewundert, dass die abends in den Nachrichten nicht meinen Namen genannt haben. Rüdiger Born hat den Markt gedreht. Nachdem er long ist, ist der Kurs runtergegangen. Das ging damals auch mit kleineren Mengen schon. Naja, gut, als Spaß beiseite, das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber wir als Händler, wir drehen den Markt ja nicht. Wir gucken, was die anderen machen und dann machen wir da mit und gucken, dass wir da entsprechend dann mitmachen. So, also insofern, das ist etwas, was ich jetzt hier als Nächstes sehen will. Ich möchte eine Stärke nach oben sehen und dann kann ich da gegebenenfalls was machen. Und da sind wir, glaube ich, bei den Amerikanern im Moment gar nicht so schlecht dran, denn da hatten wir so eine Situation. Vielleicht habt ihr es sogar selber gesehen, wenn ihr schon häufiger mal zugeguckt habt, dann fällt euch das wahrscheinlich auf. Wir hatten auch die relativ starke Abwärtsbewegung. Allerdings, wie viele Wellen hat die Abwärtsbewegung? Gut, ich habe es schon eingezeichnet. Sieht bisher dreiwellig aus. Und dreiwellig ist eher korrektiv, also die falsche Richtung. Es besteht der Verdacht, das war nur eine Korrektur oder vielleicht auch nur ein Teil insgesamt einer Korrektur. Korrektur haben wir aber festgestellt, ist die falsche Richtung. Das würde ja bedeuten, dass abwärts zwar da ist, aber die falsche Richtung. Dann bräuchte ich aber hier auf der Seite einen möglichst starken Beweis. Und wie sieht ein relativ starker Beweis aus? Dann will ich eine starke Aufwärtsbewegung sehen, wackelige Abwärtsseite und mindestens das Gleiche, was wir vorne haben, hinten nochmal. Das hat er gebracht. Also wer das gesehen hat und hier auf welcher Zeitebene auch immer einen Long gemacht hat, hat erstmal alles richtig gemacht. Was jetzt nicht gut wäre für die Long-Seite, wenn wir dieses Tief durchstoßen. Solange wir oberhalb bleiben, vielleicht korrektiv runtergehen, irgendwie sowas, solange wir irgendwelche solche Verhaltensmuster haben, dass gleich große oder ähnlich große Korrekturen sich idealerweise nicht überschneiden, also diese hier mit dieser hier zum Beispiel, die kleineren hier. Wenn ähnlich große Korrekturen sich nicht überschneiden, ist das eigentlich ein Zeichen für eine starke Richtung. Und anschließende Korrekturen, schwache Richtung, wären weitere Kaufgelegenheiten, die sogenannten Dips, die man dann für neue Käufe eben benutzen kann. Ich hatte es ja angedeutet, ich war jetzt Sakura gucken, das ist ja in Japan die Kirschblüte, viele von euch kennen das, kennt man ja international und Kirschen gibt es ja überall auf der Welt. Die Kirschblüte, da war jetzt ein Matsuri, das ist so ein Fest und alle haben drauf gewartet, ja, jetzt sind die blöderweise aber noch nicht da, weil es hier nochmal kühl geworden ist in den letzten Wochen oder ja, eine Woche oder sowas in der Richtung, so dass die Kirschblüte auf sich warten lässt. Und das war die Analogie, weshalb ich gesagt habe, ja, viele warten jetzt drauf, dass jetzt endlich der große Rücksetzer kommt, aber er lässt halt noch auf sich warten. Und solange es nicht losgeht, geht es nicht los. Da können wir trotzdem schon mal da sitzen, können auch vorbereitet sein, aber es lohnt sich einfach noch nicht dann zu sagen, okay, da gehe ich dann jetzt schon short, denn man ist eventuell auf der falschen Seite dann unterwegs und das ist dann ja mitunter teuer. Also, nehmen wir mal an, das wird jetzt hier nur so ein Dreiweller und der Kurs geht nach unten durch, dann weiß ich, dass ein Dreiweller wird. Also, wenn er nach oben geht, boah, dann wird das ja möglicherweise kein Dreiweller. Aber spätestens, wenn der Kurs hier durchgeht, durch das letzte Zwischentief hier von heute Mittag oder Nachmittag, Mittag irgendwie, ja, dann ist es doch erstmal die falsche Richtung. Und dann weiß ich vorläufig, diese Richtung nochmal wiederholt. Das geht auch, dass es vorne ein Zigzag ist und da hinten nochmal ein Zigzag. Profis wissen, Double Zigzag, zwei Zigzags hintereinander. Ist nicht ganz so typisch, nicht ganz so häufig, aber es ist völlig legitim, also die sind nicht selten, diese Form. Ja, also insofern, die kann man entsprechend auch mitnehmen. Ich sehe gerade jetzt hier so aus dem Augenwinkel, ich kann das nicht immer mitlesen, aber ich sehe gerade hier mit den Überschneidungen in korrektiven Gegenbewegungen komme ich noch nicht klar. Das kann ich sehr gut verstehen und das geht mir manchmal auch so. Also ich gebe dir gleich mal oder euch einen Tipp, wie man das vielleicht ein bisschen besser klassifizieren kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es geht mir, obwohl ich das jetzt wirklich seit 20 Jahren auf diese Art und Weise auch handle, ich kann das auch nicht immer klar erkennen, aber ich mache das, wenn ich es nicht so klar erkenne,
Mach ich nichts. Das ist so wie Autofahren im Nebel, dann ganz langsam oder notfalls stehen bleiben so lange. Also wenn ich es nicht sehe, nicht erkenne, dann, und ich erkenne es auch manchmal nicht. Natürlich mit mehr Erfahrung erkennt man es häufiger, aber es macht euch nicht verrückt im Sinne von, ich muss es ab jetzt immer erkennen. Das geht auch mir als, ich sage jetzt mal Profi, weil berufsmäßigen beschäftigt damit so, dass ich das nicht immer erkennen kann. Aber dann weiß ich, wie ich damit umgehen muss. Wenn ich keine Ahnung habe, und das habe ich oft genug, dann mache ich da keinen Trade. Dann suche ich mir halt einen anderen Markt aus, wo es vielleicht schöner ist und wo ich es erkennen kann. Ein Tipp in der Angelegenheit ist, wenn ihr Überschneidungen habt, guckt, welche sind ähnlich groß. Also wenn ihr hier irgendwie eine Bewegung, ich fantasiere eine, dann gucken wir uns gleich mal welche an. Die sind jetzt alle mehr oder weniger ähnlich groß. Da weiß ich es am Ende nicht, aber die sind alle nicht überschneidend. Also ihr seht, da ist keine Überschneidung. Hier hätten wir jetzt eine Überschneidung. Ob das jetzt Elliott-wellenmäßig sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte, aber da hätten wir es nicht. Und jetzt haben wir aber regelmäßig den Fall, dass wir auch mal sowas haben. Irgendwie sowas. Und jetzt sagt ihr zu Recht, naja, Rüdiger, aber hier habe ich doch dauernd Überschneidung. Hier eine Korrektur, die überschneiden sich hier doch ganz lange schon. Und hier habe ich auch eine Überschneidung, diese hier mit der. Aber ich habe es natürlich bewusst so jetzt gezeichnet. Jetzt fällt das auf. Ihr seht, diese Korrektur ist so groß wie vielleicht noch diese hier. Aber nicht vergleichbar direkt mit der. Das heißt, dass diese unterschiedlichen Größen überschneiden, finde ich nicht so schlimm. Und die ist noch kleiner. Gut, die habe ich jetzt nicht überschnitten, aber hier ist er dann überschnitten. Also diese hier und diese hier. Also guckt, welche passen von der Größe. Und das war jetzt mal so ein Demo-Test. Jetzt gucken wir mal im Real-Life-Chart. Dann sehen wir nämlich gleich mal, wie die Situation tatsächlich beim S&P aussieht. Was habe ich denn hier jetzt gezeichnet? Das kannte ich ja noch gar nicht. So, dass wir hier in der Aufwärtsbewegung, also ist ja eine Aufwärtsbewegung, haben wir Bewegung. Das ist eine Größenordnung, das ist eine Größenordnung. Ich male erstmal nur hin. Die gehören vielleicht zusammen, diese beiden, dass das hier insgesamt eine Korrektur ist. Die sieht ein bisschen kleiner aus, aber so ähnlich wie die. Dann haben wir die, das ist nicht so großer Unterschied wieder. Das ist jetzt hier wieder die Größe, das ist wieder eine Nummer größer, eigentlich so groß. Dann sehen wir, naja, die sind schon sehr ähnlich groß. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass sie extrem unterschiedlich sind. Wir können mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel diese Korrektur und diese Korrektur, die sind unterschiedlich groß. Und diese hier zum Beispiel und diese hier irgendwie sowas in der Kleinen. Die sind unterschiedlich groß. Ja, aber die letzte große war die. Die vorletzte große war die. Die war aber kleiner als die. Oder wir müssen die insgesamt nehmen, dass das hier die insgesamtige ist. Dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, in etwa die und die, ja, die spielen wahrscheinlich in einer ähnlichen Liga. Blöderweise sind die so knapp überschneidend gewesen hier an der Geschichte. Aber so könnt ihr in etwa einschätzen, welche soll ich denn überhaupt vergleichen? Welche passen denn zusammen? Und so suche ich mir das immer raus. Das hilft mir auch nachher, wenn ich zuordnen soll, in welcher Welle bin ich denn jetzt hier. Okay, diese und diese passen zusammen, dann ist das 1, 2, 3, 4 und dann die internen kann ich dann auch nochmal zuordnen. Das hilft zumindest ein bisschen. Das hilft nicht immer. Hier muss ich aber dazu sagen, und das ist ein Makel, deshalb finde ich den Hinweis mit, jetzt kommt bald aber das Ende. Viele von euch kennen das, dass am Ende einer Trendbewegung die Überschneidungen zunehmen. Das sogenannte Ending Diagonal oder Diagonal. Das ist etwas, was wir auch beim Dow Jones zum Beispiel haben. Guckt euch mal hier das an. Hier vorne hatten wir das nicht. Da hatten wir kleine Korrekturen, die waren alle voneinander entfernt. Ein paar mehr hier. So, dann haben wir hier eine etwas größere und dann haben wir hier nochmal und hier nochmal ähnlich groß. Dann zack, dann hier wieder. Auch wieder alle überschneiden. Das ist etwas, das ruft nach, die Bewegung kommt dem Ende entgegen.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Viele sind ja auch Fundamentalisten und sagen, Mensch, Rüdiger, du mit deinen blöden Charts, glaubst du nicht ernsthaft. Ich sehe am Chart ja nicht die Zukunft. Ich sehe nur, wie die Marktteilnehmer drauf sind. Und hier haben die Marktteilnehmer einen Teufel getan, irgendwie 1 Cent abzugeben. Sie haben gesagt, ich kaufe nach, ich kaufe nach, ich kaufe nach. Hier fangen sie an, auch nachzukaufen, aber sie lassen den Markt tiefer zurücklaufen, bevor sie nachkaufen. Das heißt, sie kaufen nicht mehr mit dem gleichen Elan, egal wie, das klettert eh kilometerweit, sondern sie sagen, naja, es wird wohl noch klettern, aber ich kaufe gerne günstig. Hier war günstig kaufen nicht das Thema. Hier war überhaupt nicht angesagt, so von wegen, ah, gib mir mal einen günstigen Preis. Nein, nein, ich kaufe. Hier wollen die Marktteilnehmer Preisnachlässe haben. Und das ist ein Zeichen für Qualität lässt nach. Ja? Also der Glaube daran, dass das noch so ewig weitergeht. Also insofern gibt es da auch einen ganz fundamentalen Ansatz dafür, dass der Markt so reagiert. Die Charttechnik ist ja jetzt nicht irgendwie, viele denken Hokus Pokus, aber in Wirklichkeit ist das nur die Sichtbarmachung dessen, was die Marktteilnehmer machen, tun, denken, fühlen. Naja, fühlen, was sie tatsächlich tun. Das ist der Mehrwert. Das ist besser als jede Umfrage. Geht mal in die Innenstadt und fragt mal Pärchen, wer von schon mal betrogen hat. Eine Frage bei Pärchen, sehr berühmt. Nein, nein, ich noch nie. Schon ganz lange nicht mehr. So, da kommen keine ehrlichen Aussagen. Aber die Taten sind das Entscheidende. Mich interessiert nicht, ob die Leute sagen, ja, ich bin noch bullisch. Ich will sehen, was machst du denn dafür? Kaufst du noch oder verkaufst du schon? Ja, also das ist insofern der Clou des Charts, dass man das hier eben erkennt. Übrigens, das ist der Dow Jones hier als Future, also als das Handelbare, was man dazu anguckt. Und dann seht ihr, da ist noch das Potenzial für eine starke Abwärtsbewegung, ist auf jeden Fall noch gegeben. Also da ist noch nicht die Kuh vom Eis. Anders beim Nasdaq hätte ich fast gesagt, den haben wir noch nicht angeguckt. Beim S&P, ich muss mal auf die Uhr gucken, wir müssen noch eine schnelle Runde gleich machen. Es sind noch spannende Titel auf der Liste. Wo wir beim S&P und ich muss auch sagen beim Nasdaq, guckt euch die Gegenbewegung beim Nasdaq an, im Verhältnis zu dem, was wir bei den anderen haben. Würdet ihr sagen, dass diese Abwärtsbewegung korrektiv ist? Oder impulsiv, stark, sprich überlappungsfrei. Ihr müsst jetzt nicht reinschreiben, aber da würdet ihr wahrscheinlich sagen, also die sieht schon aus, was ich gesagt hatte mit dem Korrektiv, dass wir die ganze Zeit irgendwie hin und her und Kursüberschneidung. Aber wenn diese Abwärtsbewegung korrektiv ist gerne dreiwellig oder eben mehrwellig, ja, also hier haben wir auch vielfach mehrwellig gehabt oder auch hier mehrfach hin und her eiern. Das sind die falschen Richtungen. Aber sie geht abwärts. Aber abwärts ist die falsche Richtung. So denken die Marktteilnehmer offensichtlich. Das heißt, eigentlich ticken die Marktteilnehmer noch, naja, ist ja die falsche Richtung, also müssten wir eigentlich noch mal weiter nach oben gehen. Und deshalb die Vermutung, dass wir tatsächlich beim S&P und insbesondere beim Nasdaq realistische Chancen haben, dass der Kurs noch mal höher geht, dass wir noch nicht in dieser großen Pause sind, die viele schon erwarten, sondern dass sich das noch ein bisschen hinzieht. Beim Dow bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Und der DAX, da haben wir ja gesehen, sind beide Seiten eigentlich noch offen. Aber den Dow haben wir jetzt nur ein ganz bisschen besprochen. Wenn ihr beim DAX zugehört habt, wisst ihr, wie das beim Dow aussehen muss für das bärische Szenario beziehungsweise für das bullische Szenario. So, die Indizes will ich jetzt damit erstmal verlassen. Ich glaube, damit habe ich viele Impulse gegeben. Das gilt natürlich auch für Einzelaktien. Ihr habt viele Sachen euch gewünscht. Gold, Silber, da müssen wir unbedingt gleich drauf gucken. Da war nämlich das ein oder andere dabei, was ich sehr interessant fand. Wir werden ein paar Einzelaktien uns angucken und ich empfehle euch, bleibt dabei. Selbst wenn ihr sagt, oh, die Aktie interessiert mich nicht, ihr könnt eventuell vielleicht sogar noch einen tollen Trade damit rausnehmen, aber ihr könnt sehen, wie bewerten wir bestimmte Situationen, damit ihr eure Augen schult, damit ihr sagt, so, dann kann ich das auch. Ja? Einfach nur als Augenübung, als Schulung, besser als hier irgendwie eine theoretische Zeichnung, nichts schöner als der hässliche Chart, der wackelige.
Da können wir viele Sachen angucken. Gold, Silber gucken wir uns gleich als Rausschmeißer an. Da können wir danach gleich nochmal drauf gucken. US-Dollar gegen japanische Yen möchte ich auf jeden Fall nochmal kurz mit euch durchgehen. Viele Leute haben sich Dreiecke gewünscht, dass wir darüber nochmal sprechen. Ist notiert, vielleicht jetzt nicht diesmal, vielleicht jetzt auch nicht bei den nächsten ein, zweimal, aber ist notiert, wir werden Dreiecksformationen nochmal hier im Rahmen hier der Born Akademie gemeinsam uns angucken und dann ein bisschen intensiver angehen. Dafür haben sich viele gewünscht und da will ich dann natürlich gerne drauf eingehen. Welche Bücher und Kurse kannst du empfehlen, um gut in das Traden zu kommen? Naja, Bücher gibt es ganz viele. Da müsst ihr gucken, was euch interessiert eigentlich. Ich halte von Büchern eigentlich eher begleitend was. Wenn ihr ein bisschen warten könnt, es kommt irgendwann ein Buch von mir. Aber da will ich euch jetzt nicht, da bin ich dran. Also inzwischen tut sich da was. Aber es wird sicherlich noch eine Weile dauern. Buchtipps, also wenn ihr euch für Elliott interessiert, da gibt es natürlich einige jetzt im deutschsprachigen Raum, die ihr da euch angucken könnt. Also da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen mit solchen Sachen. Candlestick-Pattern gibt es auch ebenfalls. Also das ist, je nachdem, was ihr halt für ein Spezialthema haben wollt, da gibt es eine ganze Reihe Kurse. Ich meine, ich will jetzt keine Werbung groß machen, das müsst ihr wissen, ob ihr das wollt. Aber es gibt, wenn ihr wollt, könnt ihr googeln nach Born for Trading Live. Und wenn ihr da seid, habt ihr die Möglichkeit, live mit dabei zu sein, wenn wir unsere Trades raussuchen, können Fragen stellen, da erkläre ich ganz viel. Das ist aber für Leute, die das intensiv angehen wollen. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viel Material. Falls ihr dazu mehr hören wollt, am Wochenende habe ich dazu eine Veranstaltung. Müsstet ihr mal schauen, irgendwie mit mir Kontakt aufzunehmen. Vielleicht ein Tipp. Guckt sowieso meinen YouTube-Kanal an, da gibt es viele kostenfreie Inhalte noch und da mache ich dann auch auf solche Sachen immer wieder aufmerksam. So, mehr will ich eigentlich da gar nicht zu sagen, es soll ja keine Verkaufsveranstaltung hier sein. Googelt mal danach oder googelt nach mir, dann findet ihr da schon einige Sachen, auch kostenfreie Sachen und dabei sich dann gegebenenfalls dann auf andere Sachen dann nochmal hin. So, und dann war noch eine Frage, bin ich in Stuttgart auf der Invest? Jawohl, bin ich auch da. Ja, also insofern ist das gebongt, wenn ihr dabei sein wollt, kommt gerne auf die Invest, dann können wir auch gerne quatschen, sprecht mich an. Ich bin von der Größe her kaum zu übersehen, die Frisur ist auch nicht anders als sonst, also insofern denke ich mal, werdet ihr mich da schon halbwegs finden. Tatsächlich, das Buch von Tietje ist da ein guter Einstieg. Es gibt von Rüdiger Maas ein Elliott-Wellenbuch oder dann eben von Robert Prechter ein Buch The Elliott Wave Principle oder das Elliott-Wellenprinzip. Das ist so ein bisschen so die Vorgabe, wenn ihr da reinkommen wollt. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Könnt ihr also auch auf Deutsch euch angucken. Das ist kein Thema. So, also dann legen wir jetzt mal los. Wir hatten einige Wünsche. Ich mache jetzt mal Gold und Silber ganz am Ende, haben wir gesagt. Match Group war ein Wunsch. Und es waren ein paar Sachen dabei, wo ich gesagt habe, gar nicht so schlecht. Match Group zum Beispiel finde ich gar nicht so übel. Schaut mal an hier, ich gehe mal auf den Tageschart. Wir hatten eine lange Abwärtsbewegung, touché. Das ist der tiefste Punkt gewesen, touché. Wir hatten anschließend eine relativ lange Aufwärtsbewegung, jawohl. Und wir hatten eine Bewegung, die durchaus korrektiv anmutet. Es besteht der Verdacht, dass wir auf dem Weg sind in die nächste Long-Geschichte. So, wie kommt man jetzt hier rein? Eigentlich letzte Tief, vorletzte Tief, das wäre der Trigger, das Zwischenhoch hier. Ich gucke allerdings auch in so einem Zusammenhang immer ganz gerne mal, wo ist hier so ein bisschen so trendseitig die Oberseite. Und dann muss ich sagen, finde ich diese Hochs hier jetzt wahrscheinlich auch schon akzeptabel für einen Long-Einstieg. Das sind jetzt hier so die Ende Februar, die Hochs. Ja, also das ist auch etwas, das gucke ich ganz gerne, wenn ich hier jetzt so einen Trendkanal, das passt hier leider nicht so ganz richtig. Am liebsten ist es, wenn es ein richtiger Trendkanal ist. Dann nehme ich das auch mit,
als ein Einstieg. Jetzt haben wir sogar hier noch eine schicke Sondersituation, dass wir hier ebenfalls nochmal einen schönen Schub hoch machen. Vielleicht kriegt ihr hier im kleinen, im 4-Stunden-Chart, im Stundenchart so ein Muster nochmal hin. Dann könntet ihr das als einen Entry-Trigger benutzen. Ich würde aber nicht zu kurzfristig das Ding handeln wollen, sonst ist dann schnell die Gefahr, dass man dann riesige Positionsgrößen hat und bei kleinen Bewegungen rausfliegt. Aber das wäre, was wir hier haben, eine Indikation eben für einen Einstieg. Das große Bild handeln, aber das kleine Bild sozusagen als eine Bestätigung sehen. Also wenn ihr hier im Stundenchart jetzt seht, dass wir irgendwie sowas kriegen, das könnte eine Seitwärtskorrektur hier tatsächlich sein. Also es spricht alles eigentlich dafür, dass die Long-Seite gar nicht die schlechteste ist. Aber ich würde die Stops hierauf orientieren, beziehungsweise die 78er-Marke dazu oder eben das Zwischenhoch, was ich angesprochen habe, hier als einen möglichen Trigger nehmen. Ja, das finde ich nicht schlecht. Ich muss gleich dazu sagen, ich bin aktiver Händler und bin dementsprechend nicht neutral. Das muss ich immer angeben. Bei den Indizes ist es nicht ganz so schlimm, bei den Aktien schon eher. Tatsächlich ist das ein Titel, den ich mir bei uns auch vorstellen kann, dass wir den auf die Liste machen für einen möglichen Long-Einstieg. Im Moment haben wir meines Wissens nicht auf unserer Liste, aber das wäre durchaus denkbar. Denn wie gesagt, das übergeordnete Bild, was wir hier haben, das ist durchaus etwas, was für die Long-Seite spricht. Und wir dürfen nicht vergessen, das, was vorne ist, ist ja unsere Erwartungshaltung für hinten. Und dann sehen wir, dass die Risiken gemessen an den Chancen und ja möglicherweise noch länger, weil wir kamen weit von oben runter, wenn wir hier nochmal gucken, wir sind, also kann ja durchaus auch weiter nach oben gehen. Also die Chancen sind nicht so schlecht. Ja, sehr interessanter Vorschlag dazu. Interessant, ich wechsle mal zu Affirm war das. Da war auch die Frage und da hatte jemand dazu geschrieben und das war ein interessanter Hinweis, habe nur die Sorge, dass wenn die Nasdaq eine größere Korrektur hinlegt, dass dann sämtliche Long-Setups in die Tonne zu treten sind, sowas in der Richtung. Der Hinweis ist gar nicht so schlecht. Das ist, klar, wenn der Markt, der Index nach unten geht, dann sollte der einzelne Aktienkurs schon ein sehr deutliches Long-Signal haben. Aber ein klares Long-Signal ist ein klares Long-Signal. Und wir haben auch Aktien, die im Bullenmarkt fallen und wir haben auch Aktien, die im Bärenmarkt steigen. Also wir für uns entscheiden immer, auf die Einzelaktie, nicht auf den Gesamtmarkt. Ich handle natürlich auch gerne auf dem Nasdaq, aber wenn ich jetzt eine Einzelaktie handle, dann handle ich die einzelne Aktie. Entschuldigt bitte. Dann handle ich die einzige Aktie und nicht, weil der Markt was anderes macht, dass ich dann gegen diese Aktie dann entsprechend bin. Ja? Also immer auf das Signal dort gucken, also so machen wir das, was dann eben das entsprechende Signal bringt. Affirm Holdings, ist das ein Long? Also was mir gut gefällt, ist, das sieht korrektiv aus. Insofern ja, aber es ist nicht die erste Welle. Der tiefste Punkt ist hier, dann hat man einen Anstieg. Das sah nicht so 100% korrektiv aus, aber nachdem der Kurs hier drüber ist, muss es korrektiv sein. Also das ist jetzt klar. Aber wir sind ja jetzt schon wirklich fortgeschritten. Also ich kann mir vorstellen, dass wir weitergehen, aber ihr solltet jetzt nicht den Fehler machen, diese Länge da hinten nochmal. Fortsetzung schon, aber ich finde das nicht so attraktiv, ehrlich gesagt, weil ich hier weniger Klarheit habe, wo es ist und der Trigger hier ist mir zu weit und der ist mir zu wenig aussagekräftig. Also ich muss sagen, bei Affirm Holdings bin ich eher zurückhaltend. Deshalb kann der Kurs trotzdem steigen, aber es ist nicht so 100% mein Bild, was ich da gerne hätte. Also das hat mir eben bei Match Group viel besser gefallen. So, dann haben wir Mondelez. Mondelez hatten wir meines Wissens bei uns auch auf der Liste mal oder zumindest mal so im gedanklichen Angebot. Der Teil hat mir gut gefallen, da hätte ich gerne so eine Korrektur gehabt. Jetzt ist das Doofe, diese Korrektur gefällt mir. Also das ist noch nicht das Doofe. Das Doofe ist eher, dass der Teil vor der Geschichte... Ist das ein Dreiweller? Und jetzt kommen wir vielleicht dann auf den Punkt, den wir vorhin besprochen haben. Ist das ein Dreiweller hier im Sinne, ist das die vierte, ist das dann die fünfte Welle? Ist das jetzt hier die Korrektur? Das macht es ein bisschen schwieriger.
Also ich sag mal so, zur Not könnte man sagen, man geht an der Stelle einfach long. Ja, letzte Tief, vorletzte Tief, zwischenhoch, das geht. Der Rücksetzer ist tief genug, also darüber müssen wir uns nicht streiten. Der Rücksetzer sollte ja in diese Zone reingehen. Aber noch lieber wäre es mir, wenn das hier ein ganz klarer Impuls ist. Und hier ist eine Korrekturzeit, die ist besonders auffällig. Und wenn ihr sagt, aber die auch noch, das hilft nicht, weil dann wäre es überschneidend. Also es sieht nicht so ganz so toll aus. Wenn er jetzt eh fällt, ist das Thema durch. Wenn, dann wäre es hier so die Zwischenhoch. Das ist nicht exakt jetzt hier, aber das Zwischenhoch, was wir hier so Ende März hatten, wäre dann eine Möglichkeit. Also ich finde es nicht Katastrophe, aber wir hatten vorhin noch selber, wir scannen immer die Aktienmärkte durch und haben dann unter anderem die bei M gescannt nach Handelssituation. Und Mondelez, habe ich gesagt, gefällt mir nicht. Also bei uns ist er nicht auf der Liste mit drauf. Ja, also insofern, was auch immer das für euch bedeuten mag. So, aber interessanter Titel, trotzdem spannend. Ich finde es toll, dass ihr solche Sachen ansprecht, weil damit kann man ja eine Menge auch rauslesen, wie da die Situation entsprechend ist. Wir haben tatsächlich Johnson & Johnson auf unserer Liste, denn Johnson & Johnson hat hier vorne eigentlich so einen fünfwelligen Gedanken. Man könnte sagen, ist das überschneidend? Wir hatten einen ganz kurzen Ausflug hier mit dem Spike hier unten drunter. Ja, ansonsten klarer Fünfweller und das sieht jetzt sehr nach einer Korrektur aus. Das Problem ist, diesen Einstieg, der ist mir zu hoch. Dann lohnt sich das nicht mehr. Wenn dann hier mein Ziel ist oder das Mindestziel ist, dann habe ich zu wenig auf der Gewinnseite im Verhältnis zur Verlustseite. Das heißt, wir haben den noch auf unserer Liste, aber wenn ich den handeln will, dann brauche ich hier irgendwie ein Umkehrsignal. Das heißt, wir wollen jetzt hier eigentlich die nächsten Tage gucken, ob wir zum Beispiel im Tageschart oder im Wochenchart, ähnlich wie hier, vielleicht noch ein bisschen deutlicher, eine Umkehrkerze kriegen. Ja, ein Hammer zum Beispiel. Könnte auch ein Bullish Engulfing Pattern sein. Ja, wir hatten vor einiger Zeit hier in der BNP Paribas Born Akademie drüber gesprochen, wie diese Signale aussehen. Schaut euch das gegebenenfalls an. Tipp, abonniert den Kanal hier. Und wenn ihr in meinen YouTube-Kanal dieses Video jetzt zufällig guckt, weil ich das da auch drauf mache, gerne beide Kanäle, dann verpasst ihr die Sachen auch nicht. Also wir haben den auch auf unserer Liste, aber auf keinen Fall auf der Oberseite, weil mir das zu weit weg ist. Das CRV gefällt mir dann nicht. Aber wenn der jetzt hier auf der Unterseite ein Umkehrsignal bringt, dann würde ich versuchen, dieses Umkehrsignal zu handeln. Also wenn es ein schönes ist, ein schöner Hammer, schöner Morningstar, ein schöner Engulfing Pattern, irgendwie sowas in der Richtung. Allerdings, wie hier jetzt zum Beispiel, seht ihr, das muss nicht kilometerweit laufen. Wenn der dann ein bisschen gelaufen ist, sagen wir ein bisschen mehr als vielleicht die Kerzenlänge, denkt drüber nach, den Stop vielleicht Richtung Einstieg zu ziehen. Wenn er euch verhungert, dann habt ihr nichts verloren, wart ihr mit dabei. Ja, so ein bisschen olympisch denken. Wenn er dann umdreht, hat es aber nichts gekostet. Wenn er dann aber tatsächlich läuft, im Sinne von 1, 2, 3, 4, 5, das, 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 dann habt ihr einen sehr günstigen Einstieg und sehr viel CRV dann in dem Fall bekommen. Insofern Johnson & Johnson finde ich interessant und ist auf unserer Liste drauf. Da bin ich befangen, muss ich dazu sagen, weil wir den ebenfalls auf unserer To-Do-Liste haben. Ich glaube, Zoom fand ich nicht so schlecht. Das hatte jemand vorgeschlagen, Zoom Communications. Ein bisschen tief. Deshalb, das ist jetzt zum Beispiel so ein Kollege, wo ich immer sage, den müssen wir uns genauer angucken. Der Anstieg, super. Der Rücksetzer sieht korrektiv aus. Jetzt weiß ich nicht genau, wann der oder diejenige das draufgeschrieben haben hier auf den Zettel. Vielleicht war der Kurs noch nicht so weit unten wie jetzt in den letzten Tagen. Noch ist es für mich in Ordnung. Ich mag es nur nicht, wenn er unter die 78,6er fällt. Das hat mehrere Gründe. Erstens, häufig ist das CRV dann nicht mehr so toll. Ja, je nachdem, wo mein Einstieg dann ist. Und zweitens, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Anstieg kommt, nimmt dann irgendwann dramatisch ab. Wir hatten mal über diese Kurven gesprochen und dass hier diese Wahrscheinlichkeit, also dass die Größe der Wahrscheinlichkeit, dass er so hoch geht, also nach dem Rücksetzer, das ist mir dann zu gering. Aber er ist noch oberhalb, insofern ist es noch safe. Möglicher Einstieg wäre hier diese Zwischenhochs, wann war das? So zweite Märzhälfte, das Plateau. Oder ein Versuch wäre vielleicht auch, wenn der hier wieder so ein bisschen Wendekerze-mäßig unterwegs ist. Es gilt aber das Gleiche, so eine Wendekerze kann ein bisschen nur gehen, kann auch weit gehen, zieht den Stop dann hinterher, dann seid ihr safe. Ja, wenn er dann weiterläuft, ist klasse, wenn nicht, dann war's nice try, ist aber nichts passiert.
Ja, Potenzial hätte er auf der Geschichte. Ja, also Zoom finde ich auch nicht so schlecht. Haben wir noch nicht auf unserer Liste. Warum auch immer. Ist ein bisschen gappy, muss ich sagen. Ich mag es immer lieber, wenn es nicht ganz so viele Sprünge zwischen den Tagen sind. Das macht manchmal das mit dem Handel ein bisschen teurer, wenn man dann das Gap blöderweise gegen sich hat. Aber per se so gefällt mir das an sich ganz gut. Muss ich sagen, gibt es nicht viel zu maulen. So, ich hatte es versprochen, US-Dollar gegen japanische Yen. Das klicken wir aber hier an. Ich habe es da noch auf Aktien stehen. Ich habe es ja hier da. Und zwar habe ich hier noch eine Zeichnung drin. Das muss ich noch mal kurz erklären. Und dann machen wir noch Gold und Silber im Nachgang. Also das verspreche ich euch, das machen wir jetzt auch noch. Aber ganz kurz zumindest mal das. Viele vermuten, dass der Kurs jetzt ja wieder dreht oder wenn der Kurs hier durchschießt, dass er dann senkrecht nach oben geht. Seid ein bisschen vorsichtig. Die japanische Notenbank, naja, eigentlich das Finanzministerium hier in Japan, hat eine ganz klare Aussage in der Vergangenheit gefällt, dass sie dagegen angehen, wenn der Kurs zu schlecht wird, also wenn der Yen zu schwach wird, dann will man dagegen Maßnahmen ergreifen. Jüngst hat Suzuki, das ist der Finanzminister hier in Japan, hat gesagt, wir werden reagieren, wenn die Volatilität, nicht der Stand, sondern wenn der Yen zu volatil wird. Das heißt, wenn der hier drüber geht, wird nicht sofort eine Maßnahme ergriffen. Man lässt also auch zu, ich hatte jetzt am Wochenanfang ein sehr interessantes Gespräch mit einem Insider hier aus Japan dazu, vielleicht dazu später mehr noch, aber der gesagt hat auch, also das Interesse, wenn der Yen darf ruhig schwächer werden, aber das muss eine Entwicklung sein, die im Maßen eben geht. Also geht nicht davon aus, dass das zwangsweise hier zugelassen wird, dass es massiv nach oben geht. Achtet aber drauf, wenn die Notenbank wenn ihr Nachrichten lest, dass die aktiv werden, kann schnelle Bewegung folgen, wegen der Carry Trades. Die haben wir allerdings letztens häufiger mal besprochen und deshalb will ich das jetzt nicht nochmal breittreten. Nur weil das jetzt gerade so eine Änderung in der Politik ist und wir darüber gesprochen haben, denke ich mal, wollte ich euch das hier an der Stelle kundtun. So, da haben wir noch zwei Titel, Silber und Gold. Fangen wir mit Silber an. Wobei ich sagen muss, Silber gefällt mir hervorragend. Was gefällt mir bei Silber? Gucken wir uns nochmal an. Das letzte Tief war hier. Okay, gucken wir uns mal an. Tschuck, tschuck. Kommt euch das bekannt vor? Das sieht doch mega aus. Wenn der Kurs jetzt mal eine Pause macht und die Pause wird relativ realistisch, die muss nicht jetzt sofort passieren. Also das ist jetzt nicht die Ankündigung, Rüdiger hat auch gesagt, er dreht jetzt sofort. Ja? Aber die Chance ist da, dass wir bald mal in eine Pause kommen. Und wenn diese Pause, also ihr habt einen starken Anstieg und wenn diese Pause dann eben schön wackelig ist, dann ist die Voraussetzung super, dass es anschließend weitergeht. Wer drin ist, ich würde nicht rausgehen jetzt. Ich würde, ich stoppe lieber ein bisschen enger und mache wieder eine neue Position, ich würde einen einigermaßen engen Stop hinterherziehen. Das könnte, nee, das ist mir zu weit weg. Vielleicht eher ein Stundenchart oder sowas in der Richtung hier. Und solange er läuft, ist gut. Aber wenn ihr jetzt dann wirklich anfängt zu drehen, das könnte Parabolik im Stundenchart sein, es kann auch Supertrend sein im Stundenchart. Solange er läuft, freuen und mitmachen. Wenn er anfängt aber zu drehen, dann will ich dann auch nicht mehr das volle Korrekturniveau da mitnehmen. Dann lieber wieder hier unten gucken oder beim Zwischenhoch, ob ich neu rein kann. Und wenn ihr jetzt sagt, naja gut, dann kann ich auch drin bleiben, gehst ja eh von lang aus. Ja, ja. Aber wenn der Markt nicht korrektiv geht, dann bin ich, sondern steil, dann bin ich ja heilfroh, dass ich draußen bin und nicht das Ding nochmal aussitze. Und ich kann ja dann gegebenenfalls wieder reingehen. Das ist aber natürlich ein bisschen eine Typfrage. Viele sagen, naja, die Edelmetalle werden eh steigen. Dafür spricht durchaus einiges. Keine Frage, insbesondere bei Gold. Wir wissen, dass es eine ganze Menge Einflussfaktoren gibt, die Gold natürlich immer wieder treiben. Die Chinesen gehören durchaus zu den Goldkäufern aktuell und in Krisensituationen erst recht. Und wir wissen, wir haben über Geopolitik am Anfang ja, glaube ich, ein paar Worte verloren, dass da Einflussfaktoren durchaus sind, die einige Staaten zu Goldkäufen eben verleiten. Es gibt keinen Grund rauszugehen. Wenn ihr drin seid, bleibt drin. Zieht irgendwie einen Stop hinterher. Auch hier gilt die gleiche Regel. Drin bleiben, nachziehen und gut.
Insgesamt muss ich allerdings sagen, wer noch nicht drin ist, würde ich auf jeden Fall gerne eine Korrektur sehen, bevor man da einsteigt. Einfach hier einsteigen, dann kommt wieder das Beispiel, was sie vorhin gesagt hat, dann wird dann der Name im Tagesschau verlesen. Der Jürgen hat den Kurs gedreht. Das wollen wir ja alle nicht. Nichts gegen den Jürgen. Früher war es der Rüdiger. Deshalb kauft nicht einfach irgendwo, wo der Kurs schon hoch ist, sondern lasst euch immer ein Angebot machen. Professionelle Händler, und dabei sind Teppichhändler, Autohändler und Wertpapierhändler alle gleich, kaufen niemals zum teuersten Preis, sondern sagen immer, gebt mir einen Rabatt, einen Rücksetzer, eine Vergünstigung, dann kaufe ich ein, aber nicht am teuersten Punkt. Ja? Also insofern, das wäre etwas, was ihr vielleicht da im Hinterkopf halten solltet. Aber weiterhin erstmal long. Ich sehe jetzt im Moment keine echten Schwierigkeiten. Ich bin nicht 100% in den Goldkurs verliebt, obwohl er so schön gestiegen ist, was maulig. Aber was mir hier nicht gefällt, ist eine Sache. Wir sind hier an einigen Stellen dreiwellig, wo ich sage, das passt nicht. Hier würde ich jetzt sagen, na okay. Aber ich sage mal so, korrektive Rücksetzer würde ich immer auf jeden Fall für die Aufwärtsrichtung weiter nutzen. Ja, also das ist etwas, was ihr immer im Hinterkopf haben solltet. Es gibt keinen Grund, jetzt hier rauszugehen, wer long ist, wer kaufen will, wartet drauf, dass er korrektiv, das heißt entweder dreiwellig oder von mir aus irgendwie eierig, also hin und her eiernd, wackelnd nach unten geht. Dann habt ihr neue Gelegenheiten zum Kaufen. So, dann, ja, jetzt sind wir ja schon eh zu spät, da machen wir jetzt nicht mehr den Krypto, wenn ihr irgendwie was euch wünscht, da kommen wir eigentlich perfekt, jetzt kommen wir nämlich zu den Wünschen. Ha, von wegen, keine Wünsche. Natürlich, ihr dürft euch immer was wünschen bei mir. Und zwar habt ihr die Gelegenheit, jetzt gleich unter den Chart, also unter das Video, euch was zu wünschen, nämlich die Wünsche dann allerdings für die nächste Woche. Wir haben ja jetzt schon überzogen, sonst kriege ich zu viel Ärger. Es sollte ja immer eigentlich nur eine Stunde gehen, aber ich will euch ja auch, wenn ihr Wünsche habt, das nicht wegnehmen. Allerdings die Wünsche hattet ihr schon drunter geschrieben, die kommen natürlich immer erst zuerst dran. Schreibt also eure Wünsche für die nächste schnelle Runde einfach unten drunter in die Kommentare, nicht in den Chat, in die Kommentare rein und dann gucke ich mir das natürlich sehr gerne an, insbesondere der Reihenfolge nach, wie viel ihr dafür abstimmt. Also guckt euch gerne an, was haben sich die anderen gewünscht, finde ich das auch gut, Daumen hoch, wenn es mich nicht interessiert, muss man ja nichts machen. Ja, dann schreibt ihr euren eigenen Wunsch entsprechend rein. Für all diejenigen, die noch ein bisschen mehr Informationen haben wollen, nochmal ein Hinweis hier, da gibt es auch immer noch mal ein bisschen was. Ansonsten, wie gesagt, Wünsche sehr gerne äußern. Ich mache das super, super gerne. Freue ich mich dann allerdings erst in der nächsten Woche wieder, Mittwoch 18.30 Uhr hier in der BNP Paribas Born Akademie. Ich freue mich, wenn es euch bis dahin gut geht. Wünsche euch eine gute Zeit. Sag ganz liebe Grüße und abonnieren und Daumen hoch nicht vergessen. Ciao, ciao.